1000 Euro, wirklich, kein Fake-Geld. Thailand. Oh! Gebracht, wie du deine Step over tanzt. Nehme dich auf, komplett in meins gegen eins. Ich bin gespielt, Bob, wenn ich komm, zeig her, wenn du meinst. Verteil du dein Zaza, ich verteil Panna. Hier auf der Street nehme ich dich auseinander und mach die Money, muss so wie ein Lasser. Geola Assere, Geola Miente, was geht ab, meine Best? Neuer Boy, Elmar Cubanito ist mal wieder back am Start. Und ja, Miente, ihr könnt es sehen, heute haben wir ein sehr, sehr crazy Line-Up. Viele, viele krasse Kicker, Regionalliga, Oberliga, U-Bundesliga. Und ja, der ein oder andere sollte man auch hier in München kennen. Leute, es geht heute ein neues Format. 1 gegen 1 um satte 1000 Euro. Mein Co-Kommentator, Greginho, heiße euch willkommen, der übergibt jetzt das an das Ganze. Ja, das du hast hier die 1000 Euro, Greginho, als Co-Kommentator heute. Yes. Was sagst du, wie schätzt du die Kandidaten ein? Also es ist ein sehr, sehr krasses Skill am Start. Wir haben es schon im Aufwärmen gesehen. Die Jungs haben einiges drauf. Wie gesagt, U-Bundesliga, Oberliga, Regionalliga. Es wird ein ganz, ganz krasses Video. 1000 Euro sind im Pott. Also die 1000 Euro würde ich mitnehmen, würde ich sagen, oder? Genau. Auf jeden Fall, Miente. Ich würde sagen, schreibt gerne unten in die Kommentare, wo wir das als nächstes machen sollen. Ob Frankfurt, Berlin. Ja, ich bin gespannt, was ihr kommentiert. Folgt gerne auf Instagram. Checkt die Jungs ab. Die sind auch alle verlinkt. Top Ballers. Danke auch, Jungs. Gebt euch mal selber einen Applaus, dass ihr hier seid, Jungs. Vielen Dank. Danke auch hinter der Kamera an die Kameraleute. Und ja, ich würde sagen, wir fangen an und sehen uns jetzt bei den Regeln. Ihr habt es gehört, 1 gegen 1 Battle. Wir werden die Teams auslosen. Das heißt, immer zwei spielen natürlich gegeneinander. Wir machen es so, immer jeder hat zwei Angriffe, ja. Und dann schauen wir, wer nach den zwei Angriffen am meisten Tore geschossen hat. Und ich würde sagen, ja, wir gehen zur Auslosung. Okay, Freunde, ich würde sagen, wir legen los. Yes, also Leute, die Auslosung. Also. Oh, der Erste ist ein bekannter Mann hier in München, Cecchino. Gib mal ein bisschen Applaus für Cecchino, komm mal. Ja, mein Gusta. So, Cecchino. Eben gerade eingefahren mit deinem Lamborghini. Nein. Nee, ganz kurz für die Leute, die dich nicht kennen. Ich glaube, du bist ziemlich bekannt. Also, ich habe von vielen gehört, dass der Cecchino, den Mann musst du auf jeden Fall dabei haben. Warum, weshalb? Ja, ich rede nicht so gerne über mich selber. Ich übernehme dich. Nee, ich kenne viele Jungs hier. Wir spielen hier oft 5 gegen 5. Und da sind auch teilweise Spieler aus der zweiten Liga dabei, wie Robert Glatzel oder sowas. Und ja, unsere Jungs sind einfach alle fußballverrückt, alle viel Leidenschaft für den Fußball. Und finde ich geil, was hier auf die Beine gestellt hast. Und ja, schauen wir mal. Okay, top. Auch mit Vergangenheit, glaube ich, bei Rot-Weiß Essen. Richtig. Sehr gut. Also, dann der Zweite. Wer haben wir da? Gegen Mehmet. Mehmet. Ganz kurz, die Leute, die ich kenne. Mehmet, wie alt, wo gespielt? Ich bin der Mehmet, ich bin 31. Ich habe viele Vereine gehabt. Ist wurscht. Jetzt 1 gegen 1 gegen Amar. Schade, weil er ist ein Homie von mir, aber egal. Schauen wir mal. Okay, alright. Dann würde ich sagen, erste Battle. Make some noise. Komm mal, bis der Applaus hier. Fight. Round 1. 1 gegen 1. Cecchino gegen Mehmet. Also, Cecchino gegen seinen Kollegen Mehmet. Ja. Also Cecchino zeigt auf jeden Fall, warum er einer der Most Wanted hier in München ist. So. Kontraballon. Mehmet hat jetzt Druck. Oh, und das war's. Stark geschlagen. Am Eimer Yusuf. Yusuf, du hast wo gespielt? Schwabing. Ja, das ist Schwabing. Oberliga? Oder? Ja, Oberliga. Oberliga. Okay, alright. So, dann wer ist der Zweite, Greginho? Yusuf gegen Georgios. 1860 kann man sehen. Du bist, glaube ich, auch so ein bisschen bekannt durch Greginho. Der hat schon auf dich als unentdecktes Talent von dir gesprochen. Wie alt bist du? Welche U? Ich bin 16 Jahre alt, spiele jetzt U17 Bundesliga. Okay, top. Also, dann würde ich sagen, Jungs, auf ein gutes Duell. Fight! So, U-Bundesliga gegen Oberliga. Aber gut verteidigt, stellt deinen Körper. Der Georg ist erst 16, ne? Das darf man nicht vergessen. 16, wir haben ja mit Mehmet einen 31. Ja. Aber jetzt mal gucken, ja, was Yusuf hier macht als Oberliga-Kicker. Okay, last round. Also, Yusuf kann es jetzt hier klar machen. Bitte. Yusuf gegen Georgios. Oder U-Bundesliga gegen Oberliga.
Kommt er vorbei? Ja, oh, stark gemacht! Oh, der Martin! Das war sehr, sehr stark. Go! So, Yusuf Omu, der kommt weit. Oh, aber er geht vorbei! Er geht vorbei! Oh, aber Gandhi wieder! Sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Auf jeden Fall gezeigt, warum der Mann U-Bundesliga-Spieler ist. So, wir haben hier Leo, Regionalligaspieler in Memmingen, oder? Ja, bis jetzt schon, ja. Sehr gut, das war auch bei Bayern, glaube ich, oder was war das? Augsburg Jugend, ja. Okay. U21, U23? U23 Vorbereitung mitgemacht und dann bin ich Regionalliga Nord ausgewechselt. Okay, Leute, und auf der rechten Seite, Gerino, wer so, war da? Hier mit? Thailand. So, Thailand, du spielst, ich sehe schon, bei Chemnitz. Genau, Chemnitz FC U19. Welche Liga? Regionalliga Nord. Also, Freunde, wir haben ein krasses Battle am Start und ich würde sagen, let's go! Fight! Tres, dos, uno, go! 1 gegen 1. Regio gegen Regio. Oh, das ist so, das ist so. Das ist, oh! Regionalliga gegen Regio. Ankle Breaker, aber gut nachgesetzt. Ready? So, wer kriegt die 1000 Euro? Leo gegen Thailand. Versucht da. Ja, der Mann ist auf jeden Fall auf den Straßen groß geworden. Ja. Guck ihn dir an. Aha. Okay. Sehr, sehr geiles Battle. Da haben wir fast eigentlich ein Finale gesehen. Du bist einfach. Wann bist du heute aufgewacht? Oh, so 3.30 Uhr. 3.30 Uhr von Köln hier? Ja, ich habe in Hennef in der U17-Bundesliga mal gespielt, eine Saison. Und jetzt in der Rheinland-Liga Herren bei der SG Malberg. Okay, top. Und dann gebe ich über an Gregino zu unserem. So, Freunde. Und ich bin mit Jamal. Jamal, wo spielst du? Ich spiele aktuell in der Kreisliga. Kreisliga, welche Position? Ich bin Stürmer. Okay, als Stürmer natürlich Vorteile im 1 gegen 1 offensiv. Wir sind sehr gespannt. Und ich würde sagen, ohne viel Labern, wir legen direkt los. Let's go. Fight! Okay, go! So, Hasa. So, Jamal. Oh, okay, geht aber gut gegen vorbei. Oh, aber der Torwart, Digga, Also, mein Daumen, Rudi Völler, ne? Gibt dem Mann doch noch einen Vertrag hier. So, Sebastian aus Köln hat vielleicht müde Beine. Rettet sich da gut. Okay. Okay, ist auch Jamal jetzt hier am Ball. Was macht der schöne, enge Ballführung? Und geht gut rechts vorbei, der Abschluss kommt. Das war sehr, sehr, also da muss man sagen, das war fast. Robinho, damals, Step Up. Ja, schön links angetäuscht, immer schön kleine Bewegung und dann rechts durch. Kann er nachziehen jetzt. So, kann er nachziehen. Versucht ein Elastico. Aber ey. Aber Respekt, dass er den Elastico probiert hat. Ganz, ganz großer Respekt. Leute, da blutet schon ehrlich gesagt bis in mein Herz. Vielen, vielen Dank, ey. Ja, Leute, tut mir leid für ihn, aber so ist Fußball. Manchmal trifft man nicht. Jungs, wo spielst du aktuell und was du gespielt und Name, Alter, Position? Ich bin 20, bin Torwart und zocke jetzt bei Lanz. Okay, top. Du noch? Ich bin 18, ich bin in Frankreich bei Royan, Regionalliga-Spieler. Okay. 3, 2, 1, go! Okay. Komm, Junge! Oh! 3, 2, 1! Und go! Fight! Okay, go! Okay, alright. Let's go! Komm, nicht mal! Akut! Der legt sich ein! Was ein Pech, Bro! Let's go! Vamos! Torwart gegen Regio-Kick. Digga! Ich glaube, der hatte das ein Leben lang die falsche Position, Bro. Guck mal, was für eine Technik. Aber stark. Er hat Druck, er muss nachziehen, meine Damen und Herren. 3, 2, 1, fight! Okay. Let's go, Bro. Frankreich. Athletik. Jetzt ist los. Und der Martin. Steht einfach ein. Ja. Sudden Death. Mal sehen, wer sich hier in die nächste Runde kommt. Und go. Und was macht er? Erster Kontakt schwierig. Aber geht rechts vorbei. Oh, ihr hört's. Blocking, sagt er.
Kann er schießen oder ist das Tor? Das ist krass, das ist krass. Aber er kann nachziehen. Er kann auch nachziehen, Freunde. So langsam ist es intensiv. Ich weiß nicht, wie viel der Cut da reinschaltet, aber wir sehen hier auf jeden Fall. Oh, der ist runter. Okay. War Ball, wie steht jetzt hier? Also sehr, 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 sehr hart hier. So, Leute, wir haben jetzt meinen linken Emirhan. Du spielst wo, Alter, Position? Alter 17 und ich spiele zurzeit beim Türkgücü München in der U19 in der Bayernliga. Okay, sehr gut. Und auf meiner rechten Seite haben wir Gregorio. So, Freunde, mit Leon. Ich bin Leon, ich bin 17 und spiele bei AU19. Let's go! Fight! Round 1. Jetzt hier, erste Runde gegen Leon. Türkgücü Bayernliga gegen Regionalliga. Oh! Und go. Leon läuft frontal an. Oh! Holt den Nehmer raus, sehr, sehr geil gemacht. Round 2. Hier. Was macht er? Rechts, links, Cut. Zieht ab. Oh, Keeper! Aber ey, ich weiß nicht, ob es oft gesagt hat, der Keeper ist echt gut. Komm her, jetzt geht's los. Oh! Oh mein Gott! Top, danke, danke an beide. Auch sehr, sehr stark. Oh yeah, der Skill-Move, der war ganz, ganz crazy, Digga. Das wollen wir sehen. So, das letzte Gruppenbattle. Ich habe zu meiner linken Seite, glaube ich, Rashid. Du hast wo gespielt? Also Bezirksliga, Landesliga. Genau. Zu meiner rechten Heimstättenspieler. Ja. Welche Jugend? U17, jetzt kommt der U19. Fabian. Fabian, okay. Und welche Position? IV-8er so. IV-8er, okay. Das heißt, Verteidigung ist dein Ding. Ich würde sagen, nicht viel schnacken, wir legen los. Let's go. Fight. Let's go. Okay, Fabi. Oh ja, oh ja, oh ja. Was macht er? Was macht er? Schau mich. Oh, gut. Man muss halt auch sagen, Rashid ist ein Wesh. Ich glaube, den nennt man auch den Knochenbrecher. Oh Gott, Rashid, was macht er? Interessant zu sehen mit 1000 Füßen. Okay, der Mann ist skilled, Ja. Mhm, auf ganz locker, ja. Auf ganz, ganz, ganz. Schöner Kampf, ganz, macht ganz er easy. Ihn. Oh! Aber dann zu mäßig, aber macht er gut. Der Mann ist eine Wundertüte. Okay, alle. Rashid gegen Fabi. Okay. Versucht er. Er versucht irgendwas. Stark. GG, Rashid. GG, Fabi. Auch stark geschlagen. Leute, aber erstmal noch, per Wildcard ist Thailand weitergekommen, oder Gregorio? Ja, Thailand, du hast ein bisschen Glück gehabt, aber du hast auch, ja. Hast auch gut gemacht. Freust du dich? Ja, ich freue mich natürlich. Jetzt nochmal mehr Gas geben, ja, ne? Genau, unglücklich leider verloren, aber das Glück ist noch auf meiner Seite. Viertelfinale, Jamal gegen Fabio, der Torwart. Überraschungskandidat, würde ich sagen. Genau. Und jetzt gegen den Kreisliga-Kicker, was aber gar nichts heißt, weil Jamal, der Mann ist stark an der Pille. Fight! Erstes Viertelfinale. Jamal gegen Fabio. Jamal gegen Fabio, der Torwart gegen den... Okay, holt er ihn noch? Jamal muss ihn jetzt eigentlich nur einschieben. Oh, den Pfosten. Also wir starten strong hier. Nächstes Viertelfinale. Geht frontal raus. Den Step, oh was. Ja, und wann kommt der Cut? Aber stark verteidigt. Vamos, Jamal gegen Fabio. The battle of the battle. Uno contra uno. Eins geht, geht vorbei. Und jetzt muss er ihn nur einschieben. Warte. Und er macht ihn. Er macht ihn. Zeig mal den Torjubel da. Gib uns mal einen Torjubel. Schau, was da moves. Er macht ihn. Ja, kann noch nachziehen. So, wer macht das Ding hier? Okay. Legt er nach. Und setzt da seinen Körper rein. Und das war's. Also, wir haben den ersten Halbfinalisten, ne? Jungs, ganz kurz. Fabio, ey, sehr, sehr stark für den Torwart. Bist du sicher, dass du wirklich Torwart... Dass das die beste Position ist, Bro? Ich hab früher gelernt, also. Schau mal. Stark. Techniktraining und so. Der wurde nervös. Ich weiß. Ich bin's. Kein Problem, nichts mehr. Hey, der sagt, der ist Torwart, der ist Stürmer eigentlich. Wer zittert mehr? Eisstahl. Okay, Jungs, dann würde ich sagen, fangen wir an. 1860 gegen Regio, oder? Ja, ja. Oberliga. Ja, let's go. Ihr könnt auf 3, 2, 1. Oh, der Ball ist nicht gespielt. Also, zweites Viertelfinale. 3, 2, 1, go!
Vamos! Let's go, let's Jungs, gebt denen auch ein bisschen Stimmung hier, die zwei Kickers hier. Da war er ein bisschen nervös, verspringt ihr den Ball? Aber das passiert, das gehört zum Fußball. Dass er ein guter Kicker ist, dieser Georgis, das wissen wir. Da wird man schon ein bisschen nervös. Also. Thailand. 19, Chemnitz. Ja. Aber der Gandhi wieder im Tor, Digga. Let's go. Auf geht's, Werner. Auf geht's. Thailand. Versucht, aber das ist halt geil, das ist geil. Die probieren Menschen auf Panna zu gehen. So, wer holt das Ding hier? Ey, der ist schon. Stark. Sehr, sehr krass. Sehr krass gemacht. Das war ein stronger Move. Georgios, auf jeden Fall. Sehr, sehr starke Leistung, Digga. Auf jeden Fall top Poller. Thailand auch. Thailand. Männer. Unsere Wildcard hat es geschafft, tatsächlich ins Halbfinale. Auf jeden Fall GG, war ein guter Spieler. Komm nochmal hier. Handshake. Ja, sehr gut, Männer. So muss das sein. Chiquinho gegen Rashid. Vamos. Fight. Round 1. Okay, was macht er? Wieder mit den Pausenfüßern. Links. Der ist motiviert. Das ist smart. Das ist smart, oder? Aber dann der Abschluss. Der ist dann zu mittig. Komm, push die mal jetzt alle. Komm. Okay, Chiquinho gegen Rashid. Chiquinho. Hat er. Ankle-Breaker von Chiquinho. Let's go! Auf geht's, Rashid, Chiquinho, vamos. Jungs, gib mal noch Gas draußen, alle! Gib mal Props! Okay. Alright, so, das heißt, wir haben den nächsten Finalisten. Chiquinho, Gigi, Rashid, auch vielen Dank für deine Zeit. Danke für die Einladung. Okay, Freunde, letztes Viertelfinale, es geht ums Halbfinale. Leon gegen Leo. Herren-Oberliga gegen A-Junioren-Regionalliga. Und ich würde sagen, wir legen los. Good luck, boys. Gib Gas, Handshake, alle. Fight. Round 1. Wieder bei links eine Stand. Alle. Leo. Enge Ballführung. Mann, kommt der Cut. Jetzt kommt der Cut. Und das ist das Tor. Stark. Lässt ihn da stehen und krass. Hat eiskalt unten rechts. Oh Gott. Okay. Warte, Jungs. Ja. Okay. Alle. Er gleicht aus. 1-1. Let's go, komm. Und er geht durch. Was macht er? Aue, 3-2-1, go. Komm, Leo, mach zu. Wer hat nochmal angefangen? Mach zu, komm. Stark gemacht. Und das ist Tor. Das heißt? Das war's, oder? Die Entscheidung. Das war's. Also, das haben wir jetzt den nächsten Halbfinalisten. Wie bist du heute da reingegangen? Ja, also ich bin eigentlich so, war eigentlich relativ spontan, sag ich mal, aber ich will immer gewinnen, sag ich mal, das ist halt mein Ziel. Okay, trainierst du oft 1 gegen 1? Ja, schon oft, auch so extra Training und so, sag ich mal. Ja, Leo, bei dir? Du hast gestern noch 2 Einheiten gehabt, glaube ich, ne? Genau, ja. Ja, versprecht ja. Turnier, ne? Ja, wir hatten gestern noch ein Turnier, aber es tut nicht zur Sache, ich wollte einfach Spaß haben und er hat verdient gewonnen. Halbfinale und wir haben folgende Kandidaten. Zum einen auf der rechten Seite der Thailand, der per Wildcard reingekommen ist, der Jamal und auf der rechten hier Hammer. Virginio, wer ist alles am Start? Haben wir Chiquinho und Leon. Wir legen los mit dem ersten Halbfinale. Fight. Und sehe ich da richtig, der Fabio, der eben noch am Platz stand, ist jetzt im Tor. Also crazy. So Leute, ich würde sagen, es geht weiter auf 3, 2, 1. Vamos. One. Was macht er? Okay, Thailand. Wollen wir sehen. So Jungs, push doch mal alle hier, komm mal. Alle Boys. Mit dem Kopf. Bitte und ja, scheidet bitter. Aus. Sehr, sehr stark, Jamal. Stark, Junge. Jamal, Thailand. Jungs, ganz kurz. Jamal, nimm uns mit zum Halbfinale. Was war gut, was war nicht gut? Der Gegner war gut. Ich war nicht so gut. Aber verdient. Geile Schüsse, geile Skills. Hat er verdient. Geiler Typ. Okay. Thailand, wie warst du? Wie bist du ins Match gegangen? Ja, ich war schon selbstbewusst. Aber hatte auch ein bisschen Respekt, wenn ich ihn sehe. Weißt du? Aber hab das Beste draus gemacht. Alright, korrekt. Dann herzlichen Glückwunsch zum ersten Finalisten. Jungs, mal einen Applaus hier für unseren ersten Finalisten hier. So, mir hinter auf jeden Fall. Chiquinho, der Mann, weiß es eigentlich, wie im Finale zu stehen? Wie gehst du an die Sache ran heute? Ja, ich versuche auf jeden Fall mein Bestes zu geben. Ich habe gesehen, der Junge ist talentiert, wird nicht so einfach. Aber ja, mit ein bisschen Glück, was auch immer dazugehört. Aber ich versuche mein Bestes auf jeden Fall. Sehr gut. Leon, du weißt, du hast hier einen der besten Kicker aus München, Straßenkicker. Ja, habe ich schon gehört. Aber ich glaube, es wird auf jeden Fall ein gutes Duell, sag ich mal. Fight.
1, 2, 1, Semifinal, go! Okay. Oh, gut vorbei. Der Kart macht er ihn. Oh, smart! Oh, durch die Beine auch noch da. Unentdecktes Talent. Ja, ja, ja. Wer weiß hier, ne? 19, warum spielt der Mann nicht in der Bundesliga? Das frage ich mich gerade. Vamos! So, also last round. Chiquinho ist gefordert. Was packt er hier raus? Einiges, es geht um einiges. Es geht um 1000 Euro. Beide hier wollen gewinnen. Vorbei. Kommt der Cut. Aber wie er den Ball behandelt, ist halt schon sehr, sehr stark von Chiquinho. Oh, gleich das! Eieieiei. Also ich glaube, spannend, der kann ein Halbfinale nicht sein. Round 2. Komm, Leon. Über die Mitte wieder. Mach was. Stark gemacht von Leon. Oh, der Keeper. Also wieder die gleiche Ausgangslage. Chiquinho muss treffen. 3, 2, 1, go! So, die Beine sind müde. Ja, wie schnell! Und jetzt der Pocky schon wieder! Das kann es doch nicht sein. Hallo! Können wir mal bitte ein bisschen ausrasten? Ey, Jungs, komm mal, gib mal ein bisschen Props hier für die Einmal Mann. Applaus, ey! Krank, was denn für ein Niveau hier ist. Round 3. Leon gegen Chiquinho. Wann kommt der Kampf gleich, Was ein Block, das war strong von Chiquinho. Er lässt sich Zeit. Chiquinho gegen Leon. Aue gegen Ober. Wäre fast durch gewesen schon. Okay, Chiquinho, der Mann. Er tänzelt da mit Leon, aber Ball ist noch hin, Ball ist noch drin. Hallo? Verteidiger muss den Ball haben und ins Ausspiel. Oh, das ist stark gemacht, Chiquinho. Und er macht ihn, Eieieiei. Und unser unentdecktes Talent, Leon, ist aus dem Aspekt leider draußen. Aber sehr, sehr geile Leistung von beiden auf jeden Fall, muss man sagen. Chiquinho und Gigi, gratuliere. Leon, hey, Kopf hoch auf jeden Fall. Sehr, sehr strong. Ganz kurz erzähl uns nochmal zum Halbfinale. Wie war es für dich? Ja, dass man dass er kicken kann, sag ich, hat man gesehen, sag ich mal. Ja, ich hoffe auf ein geiles Finale, sag ich mal. Auf jeden Fall, ey. Props. Geil gemacht. So, Chiquinho. Ja. Yes. So, Chiquinho, du bist im Finale. Was war der Schlüssel? Schlüssel war, ich war glaube ich zweimal in einer ekligen Drucksituation, musste das Tor machen. Da musst du kontrollierter dribbeln, darfst nicht so riskant dribbeln. Musst immer wieder gucken, wann die Möglichkeit ist anzuziehen. Ist eklig und dann der Abschluss muss halt auch sitzen, aber Props an meinen Gegenspieler, top Junge. Ich hoffe, dass er in die U19 Bundesliga kommt. Wir haben es gehört, er hat es auf jeden Fall verdient. Hat auf jeden Fall für Qualitäten, Chiquinho. Danke. Glückwunsch. Wir gehen zum Finale. Grande Finale, vamos! So, mi gente, nach langer Planung ist es soweit, Leute. Wir haben das Finale, Grande Finale, Chiquinho gegen Thailand. Leute, und ihr könnt sehen, die 1000 Euro. Sie haben schon performt bis jetzt. Und Männer, Bro, lass sie doch mal, riech mal einfach. 1000 Euro riechen, sehr, sehr lecker. Okay, ich würde sagen, wir fahren an. Gebt mal Applaus hier für die zwei Finalisten, Männer. Vamos, vamos, vamos. 2, 1, vamos! So, also. Oh, Street Football Moves auf dem normalen Rasen. Oh, schöner Cut. Also, er ist auch nicht umsonst im Finale, ist mit der Wildcard dann reingerutscht. Wann kommt der Abschluss? Guter Move. Aber gut verteidigt von Chiquinho. Applaus hier, komm mal, Applaus hier, Männer, für die. Let's go. Ihr könnt. So, Grande Finale. Mit dabei. Geht rechts vorbei, da ist Platz. Chiquinho, macht den! Und er macht den Pfosten! In den Pfosten. Aber er hat gesehen, er hat den Platz gelassen auf den Außen. Und geht dann durch, nutzt die Chance und macht ihn perfekt. Das ist halt abgezockt. Ich meine, du hast auch einen Unterschied. Digga, der Chiquinho ist 30 und unser Mann hier ist einfach mal 18. So. 2, 1, go! Du kannst, Alter! Komm mal. Komm, giftig. So, er macht das. Ja, du musst halt auch richtig timen. Geht rechts vorbei. Schieß. Er macht ihn. Ja. Boah, das. Also, ich glaube, besser kann ein Finale nicht sein. 3, 2, 1, go. Finale. Chiquinho gegen Thailand. Oder Regio gegen Chiquinho. Und ihr habt die Entscheidung! Ja!
Ich bin noch da. Okay, Leute, auf jeden Fall, ich würde sagen, wir haben den Gewinner hier. Jawohl, herzlich Spaß. Vielen, vielen Dank an alle Beteiligten, die da waren. Einmal danke Applaus natürlich an euch. Einmal Applaus für Kubanito. Danke. Jungs, es war viel Plan. Ich bin nicht der Beste im Plan. Danke auch an Gregi, der das Ganze ein bisschen mitmoderiert hat. Gregi auch sowieso. Und danke an die zwei Kameraleute, die da waren, die das Ganze da aufgenommen haben, damit wir ein geiles Video bekommen. Und danke natürlich an euch, die alle mitgemacht haben. Es war so eine geile Aktion, genauso. Es hätte nicht besser sein können und deshalb gebt euch mal allen einen Applaus. Komm mal, komm mal! Jawohl, jawohl, mein Gusto. Okay, Mirante, es kann leider nur ein Gewinner geben. Zu dem komme ich gleich. Aber erstmal der Verlierer im Finale, der sich wirklich sehr, sehr krass durchgesetzt hat. Bro, ey, fett, fett Props. Ich verspreche dich auf jeden Fall hier, ein Kubanito versprechen, wir machen noch eine Challenge, okay? Easy, bro. Leute, ihr habt es auf Kamera, werden noch eine Challenge machen. Und ja, auf jeden Fall. Hast du noch ein paar Worte, die du sagen möchtest an vielleicht ein paar junge Zocker da draußen? Ja, auf jeden Fall, gib Gas, hört nicht auf. Glaubt immer an einen Traum. Echt, gut gespielt, Mann. Das ist echt krass. Wow. Ja, sehr, 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 gewonnen. Sehr, sehr krass. Und ja, also, wir haben heute den heutigen Gewinner. Und zwar ist das Chequinho. Ganz kurz, ey, vielen, vielen Dank, dass du so Gas gegeben hast. Du hast auch viele Spieler hier aufgeboten. Du bist ja auch so der Straßenkicker, der Local Player hier. Ja, wie fühlst du dich, nachdem du dieses Finale gewinnen konntest? War wirklich sehr, sehr intensiv, auch im Halbfinale. Ja, überglücklich. 1000 Euro ist keine kleine Sache, würde ich sagen. Aber ich muss dazu sagen, alle Jungs, die mitgemacht haben, waren wirklich top. Vor allem der Halbfinalist und Finalist waren super, super Kicker. Erstmal großen Applaus für die beiden Jungs. Ich freue mich, dass so viele Talente in Deutschland, München sind, die auch dribbeln können. Ich denke, in Deutschland brauchen wir mehr Straßenfußballer. Absolut, wenn man auch die U21 jetzt gesehen hat, die erste Mannschaft von Deutschland auf jeden Fall. Wenn man sich England anschaut, da läuft ein bisschen was anders. Ja. Auf jeden Fall, coole Sache, geil, dass du es auf die Beine gestellt hast. Und ich bin natürlich überglücklich, dass ich das Ding gezogen habe. Ich küsse dein Herz. Leute, nochmal Applaus für den Gewinner, Applaus für euch selber. Und ich würde sagen, hier ist auf jeden Fall der Big, Big Cash. Die 1000 Euro, Bruder, für dich. Genio. Der Nacken, der dreht, aber nochmal Applaus, 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 Applaus. Hey, hey, hey! Okay, ich würde auf jeden Fall sagen, vielen, vielen Dank an alle, die mitgemacht haben. Danke an Gregino. Und ja, ich würde sagen, schreibt gerne unten in die Kommentare, wo wir als nächstes machen sollen. Ob Frankfurt, Berlin, was gibt's sonst noch in der City? Köln. Köln, genau. Schreibt unten in die Kommentare. Folgt uns auf Instagram, alle sind verlinkt hier. Und ja, schreibt mir gerne, wo ich als nächstes hinkommen soll. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Gregi, danke. Danke euch allen. Ich liebe euch. Tschüss. Ja Leute, wir sind im Outro angelangt. Vergesst nicht, einen Daumen nach oben da zu lassen. Ein kostenloses Abo für mehr solche Videos und kommentiert gerne eure City unten in die Kommentare. Und ihr wisst Bescheid, checkt Finelli ab. Die neue Kollektion ist da. Shirts, Hosen, alles am Start. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Love you all. Peace.